sieht sie noch kaum von der Bahnhofstraße aus. Hohe Büsche verdecken die Sicht auf eines der schönsten Häuser von Suhl. Der imposante Bau war einst die ehemalige Villa des Gewehrfabrikanten Franz Sauer. Macht und Pracht war das Thema des Denkmaltages 2017. Und da war natürlich für über 1000 Suhler die Sauer-Villa das Objekt der Begierde. Denn die Villa steht seit Jahren leer. Die Sauer-Villa in der Bahnhofstraße 20 ließ der Gewehrfabrikant Franz Sauer 1904 in der Nähe seiner Fabrik in der Suhler Aue errichten. Die zweigeschossige Villa wurde im italienischen Stil mit flachen, ausgeladenen Dächern, Standerker, Eckturm und mit reich gestalteter Fassade gebaut. Innen sind bemerkenswerte Jugendstildekorationen zu finden. Eigentümer, der Bauherr Franz Sauer, war einer der reichsten Fabrikanten hier in Suhl. Das Gebäude wurde 1904 bis 1906 errichtet. Der Architekt war ein Baurat aus Berlin. Die Baufirma, die es errichtet hat, war eine bekannte Suhler Firma zur damaligen Zeit, die Firma Hopf. Wer zu dem Stadtrundgang mit unterwegs war, hat vernommen, dass die Firma Hopf etliche Villen in Suhl gebaut hat. Und hier müssen Sie sich vorstellen, 1905, 1906 wurde die Villa im Jugendstil erbaut, kostete auch fast 1 Million Reichsmark. Aber der Herr Sauer hatte ja Glück gehabt, denn seine Elisabeth war eine Tochter eines großen Weinhändlers und hatte eine ordentliche Mitgift in die Ehe mit eingebracht. Und so konnte auf Wunsch von Elisabeth diese Villa hier entstehen. Gehört hat von den kleineren Villen beim Stadtrundgang. Da ging es so um vielleicht 20.000 Reichsmark. Hier waren die Kosten von Villa und Gesamtanlage 980.000 Reichsmark. Es wurde dieses Haus errichtet. Franz Sauer war schon im Alter von 60 Jahren. Das heißt, es wurde ein repräsentativer Alterssitz für die Familie. Die Kinder waren schon aus dem Haus. Vor 47 Jahren waren wir hier drin, habe ich meine Frau kennengelernt, waren wir fast jeden Abend hier drin in der Gaststätte und dann haben wir uns draußen in diese Nische gesetzt. Da war rechts ein großes Aquarium und da haben wir uns viel aufgehalten, wir wussten ja nicht wohin. Und dann haben wir auch die Bedienung kennengelernt, den Koch und so weiter. Ich bin Elektriker und da habe ich viel in der Küche ausgeholfen, wenn was kaputt gegangen ist. Der Becherclub oben drin, da war Haus der Lehrer teilweise auch. Da war ich mal Kraftfahrer, deswegen kenne ich das. Und ja, ich kenne das Haus. Die Küche ist da unten. Und ja, war eine schöne Zeit, sehr schöne Zeit. Schade um das Haus, es muss vieles gemacht werden. Und es wäre schade drum, wenn das wirklich verfallen würde. Meine letzten Erinnerungen sind, dass hier in diesen Räumen die Umweltbibliothek war. Ja. Und ich habe da mit vielen Jahrgängen Umwelt auf neue Art kennengelernt im Unterricht. Und wir haben das auch sehr aktiv genutzt. Ja, ich würde sagen, als Aktionshaus ist es sicherlich ungeeignet. Hier müsste jemand finden, der einen Verein oder eine Unternehmung, die eine Art Stiftung betreibt und der Öffentlichkeit die Räume zur Nutzung anbietet. Aber als gastronomische Einrichtung, glaube ich, hat es keinen Sinn.
Also hier befinden wir uns, wie gesagt, im repräsentativen Treppenhaus mit stattlicher Treppe und Umgang zum Obergeschoss. Auf dem Treppenpfosten befand sich ursprünglich eine Skulptur mit Lampe. Die Fenster, die wir jetzt sehen, sind aus der Zeit Kulturbund, wurden ähnlich wie im Saal erneuert. Ursprünglich war dort sicherlich auch eine Jugendstilverglasung vorhanden. Es ist auch hier noch viel an Originalausstattung zu sehen. Diese Wandbekleidung, die Lamparise ist original, die Leuchten, die wir sehen. Hier ist als Gestaltungsmittel sind Scheingewölbe angelegt, die mit floralen Mustern gestaltet wurden. Und wir sehen, dass auch hier eine Durchmischung verschiedener Neobaustile, also hier verschiedene Gestaltungselemente aus unterschiedlichen Stilen verwendet wurden und so zum Gesamtbauwerk zusammengefügt wurden. Der Sulla war fasziniert von seiner Sauervilla. Hat doch der eine oder andere seine Jugenderinnerungen auffrischen können. Fasziniert ist man von der Feinheit der baulichen Details und in welch gutem Zustand die auch nach über 100 Jahren noch erhalten sind. Bleibt zu hoffen, dass das Gebäude nicht weiter verfällt und einer öffentlichen Nutzung zugeführt wird.